Herzlich willkommen, mein Name ist Friedrich Loog. Ich spreche heute mit Manfred Paul in seiner Ausstellung Bilder sind aufgehobene Zeit, hier in den Rheinbeck-Hallen in Oberschöneweide in Berlin und würde gleich mit der ersten Frage beginnen wollen, wie es sozusagen um die Anfänge bestellt war. Was waren die Einflüsse, die dich bewegt haben, Fotograf zu werden? Meine erste Begegnung mit dem Bild war ein Film von Eisenstein, Streik, so mit 17, 18 und ohne irgendwie eine Leistung in Richtung Bild überhaupt zu haben, hatte ich eigentlich die Vorstellung, Kameramann zu werden und habe mich dann bemüht, diesen Beruf in irgendeiner Weise zu erreichen, was natürlich sehr kompliziert war, wenn man keine Vorleistungen bringt. Und bin dann irgendwie in so eine Richtung gekommen, dass ich versucht habe, irgendwo ein Praktikum zu finden, wo ich Möglichkeiten hatte, Filme schon zu arbeiten. Aber du kommst aus einer kleinen Stadt. Aus einer sehr kleinen Stadt, also hatte wenig Informationen überhaupt über Bild. Also nicht vom Dorf, aber von der kleinen, aber aus der sehr kleinen Stadt. Sehr kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt, Schraplau. War früher mal Raubritterstadt. Jedenfalls habe ich versucht, irgendwie das zu organisieren für mich und habe dann in Wolfen so ein Praktikum gekriegt. War da aber nur 6 Wochen, nachdem ich mitgekriegt habe, wie das da läuft, wer da Leiter ist, und hatte das Gefühl, der hat weniger Ahnung als ich, sondern hatte einfach nur parteiliches Vermögen. Daraufhin bin ich dort wieder ausgestiegen, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und mein Vater hat aber gesagt, irgendwie nach dem Abitur, irgendwas musst du ja machen. Jedenfalls habe ich dann Fotolaborant gelernt und in der Zeit habe ich jemanden kennengelernt, der in Halle am Theater Regieassistent war, wo damals so alternative Inszenierungen gemacht wurden von Feth, das war ein Regisseur. Und wir kamen ins Gespräch und er sagt, ja, bei uns fotografiert, ein Sportfotograf immer, hast du nicht Lust, Fotografie zu machen, also Bühnenfotografie? Ach doch, das ist bestimmt ganz interessant. Habe zugesagt und habe dann nach Beendigung dieser Lehre angefangen dort als Theaterfotograf. Und das war sehr entscheidend eigentlich, diese Zeit, weil ich zum ersten Mal mit dem Bild überhaupt in Berührung kam. Und es ging darum, Bühnenfotos zu machen, die eigentlich bestimmte Momente, also dramaturgische Momente im Bild darstellen. Kam dann über Texte, auch über Shakespeare. Das hat mich damals sehr interessiert, habe sehr viel Shakespeare gelesen und kam dann in Kontakt mit Hamlet, muss ich sagen, was für mich ein Schlüsselerlebnis war. Und da gibt es so einen Ausspruch, als der Hamlet die Schauspieler belehrt, wie sie agieren sollen. Da ging es darum, dem Jahrhundert und dem Körper den Abdruck der Zeit darstellen und dem eine Gestalt verleihen. Und da dachte ich, das ist ja eigentlich was für das Bild, eigentlich inwieweit Fotografie in der Lage ist, überhaupt die Zeit darzustellen, also wichtige Momente der Zeit aufzuheben sozusagen. Ja. Die Schwierigkeit war ja, dass dort Emotionen auf der Bühne stattfanden und man musste versuchen, eine wichtige Situation der Emotion im Bild darzustellen. Und da kam ich zum ersten Mal auch in dem Konflikt, inwieweit Raum und Beziehung von Personen im Raum was erzählen. Ja. Und das hat mich irgendwie geprägt in der Zeit. Und mit welchen technischen Voraussetzungen konntest du da arbeiten? Weil die Bühne ist natürlich ein kompliziertes Feld, auch gerade jetzt mit einer Leica wirst du wahrscheinlich damals nicht fotografiert. Nein, damals war ja die Pentacon 6, also Mittelformatkamera war damals das Maximale. Ja. Und die natürlich sehr laut war und eigentlich störend war, wenn man fotografiert hat. Bedingt durch diese Lehre, die ich vorher hatte, hatte ich eigentlich Möglichkeiten, technisch gesehen auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen noch was auf dem Film zu haben sozusagen, ja. Weil ich eigentlich keine inszenierten Fotos machen wollte, also keine nachgestellten, ja. Sondern aus der Situation heraus das erarbeiten wollte. Während der Arbeit haben wir ständig die Kontaktbögen uns angesehen und haben dann überlegt,
welche Arbeiten für das Stück prägend sind, so, also mit dem man Werbung machen kann. Ja. Darum ging es ja in der Endkonsequenz. Und dann bist du von Leipzig, da hast du an der HFBK studiert und bist dann aber nach Berlin gekommen und dort fingst du ja dann an mit den Hinterhöfen. Das war ja im Endeffekt die erste eigenständige künstlerische Arbeit. Die Hinterhöfe entstanden eigentlich gerade durch diese neorealistische Filme entstand die Idee dazu, dass natürlich, wenn man aus so einer Kleinststadt kommt und dann in so eine große Stadt, dass man dann irgendwie darauf reagiert. Also es ist ja immer so, dass die eigene Befindlichkeit dazu führt, bestimmte Bilder zu machen. Dann ja mit der Mauer, die ja 1961 gebaut worden ist, von der man mehr oder weniger auf dem Lande was nichts mitgekriegt hat. Wann war das genau, wann du nach Berlin gekommen bist? Das war in den 67. Da stand die Mauer dann schon sehr fest. Da stand sie schon sehr fest, ja. Und das war irgendwie eine Irritation für mich selbst, ja. Und du bist dann gleich in den Prenzlauer Berg gezogen? Ich bin gleich in der Wohnung, in der ich heute noch bin, bin ich damals gezogen, aber zur Untermiete damals. Und ich kam nun so aus vom Lande und war eigentlich sehr sozial erzogen durch meinen Großvater, also und hatte eine ganz andere Position. Und dadurch hat mich das auch interessiert, dass mit den Hinterhöfen, das war für mich so eine Position, also inwieweit Architektur eine kulturelle, soziale Position darstellen kann, weil die ja was erzählt, diese Architektur über das Leben der Menschen da drin. Und das war ja nun eine Architektur, die ja im Grunde um die Jahrhundertwende, also über 1900, in 10 oder 20er Jahren entstanden ist teilweise. Dass das irgendwie verschwindet oder irgendwie hat mich damals beschäftigt, ja, dass man das irgendwie festhalten müsste. Und deswegen bin ich eigentlich zu den Hinterhöfen gekommen. Also das Verschwinden war dir damals schon bewusst, ja, weil die DDR durchaus ja auch einiges noch abgerissen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gab es natürlich auch diese ganzen Lücken des Krieges, die ja auch sozusagen Teil unseres städtisch-visuellen Bewusstseins war. Ja. Also ich habe dann, um Geld zu verdienen, für Ingenieurhochbau gearbeitet, habe so also moderne Häuser fotografiert für die. Und da war eigentlich mehr der Widerspruch, dass für mich diese alten Häuser eine andere Art von Charakter hatten, ja, Persönlichkeit gegenüber diesen Plattenbauten, die ich grässlich fand damals. Und ich dachte eigentlich, das muss man irgendwie erhalten, dass da mal was war, was auch so, ich bin ja nun kein Architekt, aber was so von dem Strukturellen her eine in sich Geschlossenheit hatte, also die Straßenzüge, wie das war, die Hinterhöfe, dass es drei verschiedene Hinterhöfe gab. Vorne wohnten die Beamten, dann die Angestellten, ganz hinten die Arbeiter. Aber es waren natürlich auch Hierarchien, also mit dem ersten, zweiten und dritten Hinterhof. Klar, waren und in der Platte wurde das ja dann alles gleichgeschaltet. Ich fand das trotzdem, von dem, was ich kannte vom Lande, fand ich das trotzdem in seiner Anmutung menschlich angenehmer. Das andere war mir noch kälter, noch weiter von mir weg. Natürlich auch der morbide Charme, der ja sehr reizvoll ist. Und in der Zeit entstand eigentlich auch diese Idee oder diese Frage nach dem technischen Vermögen, also inwieweit Werkzeuge eigentlich diese inhaltlichen Probleme beeinflussen. Und ich bin eigentlich zu dem größeren Format erstmal 9-12 oder 13-18 gekommen, weil ich auf der Mattscheibe mehr Details gesehen habe und dadurch besser auf das reagieren konnte, was sichtbar war. Und vor allen Dingen, was noch dazu kam, war, dass das ja oft sehr aufwendig war, dadurch, dass das auf dem Stativ stand, es ja lange gedauert hat und man sich ganz intensiv mit dem Bild beschäftigen konnte, musste eigentlich auch. Und mit der 1824 hast du dann schon angefangen? Oder es war erst im kleineren Bereich. Ja. Und dann kam dazu, dass, wenn ich auf den Hinterhöfen fotografiert habe, die Leute, die dort wohnten, irgendeine Oma oder so, mich dann gerufen hat, ob ich nicht einen Kaffee trinke mit ihr. Und ich bin ja immer sehr früh losgegangen, weil ich in bestimmter Zeit das Morgenlicht haben wollte, weil ich diese Diffusität und eigentlich diese Sachlichkeit haben wollte. Und habe dann festgestellt, dass die da oben, dass das Zeug
Dinge rumlagen, die eigentlich auch was über sie erzählten. Ja. Also auch über die Zeit, ob das Aluminiumbestecke oder was auch immer war. Und habe dann daran nochmal die Größe verändert. Die Auseinandersetzung war nochmal eine andere. Und ich würde sagen, dass diese Frage des Bildraumes, inwieweit Bildraum bestimmt ist, die Frage des Ausschnittes und so, hatte da für mich große Bedeutung, dass dadurch Inhalte vermittelt werden konnten und ich das kontrollieren konnte. Und wenn man von den 1824 eben nur einen Kontakt macht, sieht man das Bild, was nachher genauso entsteht. Ja? Und so bin ich eigentlich zu den Stillen gekommen. Ich würde jetzt an der Stelle nochmal auf die Ausstellungssituation zurückkommen wollen. Es ist ja natürlich sehr interessant, dass die Nationalgalerie damals schon eine Fotoausstellung in Prag gezeigt hat. In der DDR wurde Fotografie ja noch nicht so im musealen Umfeld präsentiert. Es gab, glaube ich, in der Burg Giebichenstein die große Übersichtsausstellung zur künstlerischen Fotografie. Aber das war wahrscheinlich dann auch schon eher Mitte, Ende der 80er Jahre. Wie war für dich da eigentlich die Situation, dann Arbeiten zu zeigen? Hast du die nur im privaten Umfeld erstmal präsentiert? Und wie war dann der Schritt wirklich zur Ausstellung? Der Wallenburg, der später der in Cottbus war, hatte ja eine Ausstellung gemacht, französische Fotografie. Dadurch entstand bei mir der Kontakt zu den Franzosen. Ja. Französische Fotografie in Cottbus. Und die Franzosen haben daraufhin eine Ausstellung gemacht, DDR-Fotografie. Gab es eine Ausstellungssituation für dich? Oder? Es gab die Verbandsgalerien, da haben die Mitglieder des Verbandes ausgestellt. Wallenburg hatte die eine gemacht dann von mir, wo es dieses dünne Heft gibt. Da. Mhm. Und das war dann eine Einzelausstellung? Oder das war eine Einzelausstellung, vor mir war Christian Burchardt. Ja. Und dann gab es von Krause, aber das war nachher schon Mitte der 80er Jahre, gab es im Prater diese Ausstellung, wo Krause in der Disco Opernkaffee gezeichnet hat, also diese expressiven Zeichnungen und ich Porträts von denen gemacht habe, da gab es auch eine Ausstellung und da war ja damals hatten wir so ein Plakat gemacht, das hatten sie alle abgerissen, die Fans haben das abgerissen also und gesammelt. Ja. Da gab es ja dann auch schon Solo Sunny und das Thema war ja dann durchaus auch offiziell schon offener, ja. Du sprachst ja gerade über Christian Borchert. Ja. Dein Verhältnis dann zu Christian Borchert, war das ein Kollege, mit dem du dich enger ausgetauscht hast? Oder war das also auch inhaltlich oder war das eher nur die technische Frage von Entwicklung und Komischerweise haben sie mir das ja immer so versucht anzuhängen, dass es mir um die Technik geht. Mir ging es nie um die Technik, sondern mir ging es immer darum, wie man Werkzeuge, mit welchen Werkzeugen man bestimmte Dinge machen kann. Christian war auch in jeder Ausstellung, die ich hatte damals nach der Wende noch bei Bunge und so weiter. Und wir haben uns eigentlich immer darüber unterhalten, wie das bei ihm ist, mit dem, wenn der Moment oder die Situation im Bild eine sehr wichtige ist. Und wie unterscheidet sich das bei mir mit dem, wenn das irgendwas anderes ist? Also was gibt es da noch anderes? Und wir haben eigentlich beide festgestellt, dass es eigentlich nur so etwas gibt wie, man könnte sagen, Stillstand irgendwie. Es gibt nicht den Moment oder so, es gibt den Stillstand. Und der Stillstand ist sozusagen, es gibt eine Zeit davor und es gibt eine Zeit danach. Und es gibt eigentlich Bilder, die vielleicht die Zeit davor oder die Zeit danach noch in sich haben. Und dann gibt es welche, die nur den Moment zeigen. Aber du hast dich ja auch besonders dann für das Printen interessiert und an dem Punkt gab es sicherlich auch viel Gespräch mit Christian Borchert. Ja. Ihr seid ja beide wirklich so die exzellenten Printer. Und, ja, ich meine, der war ja in der Beziehung, muss ich sagen, noch pedantischer als ich. Ja. Also auch wie er seine Arbeiten behandelt hat, mit Handschuhen schon sehr früh, wo ich immer gesagt habe, Christian, sagt er, ja, das muss alles so sein. Ja. Und das habe ich aber auch verstanden, dass wenn die Arbeit für ihn einen bestimmten Wert hat, muss man die auch gut behandeln, ja.
Christian hat eigentlich mich dadurch sehr zum Nachdenken auch gebracht, weil er für seine eigene Fotografie so eine bestimmte Form gefunden hatte, die ich voll verstanden habe. Ja? Weil er sagt immer, verstehst du mich denn? Ja? Weil du machst ja was ganz anderes. Ich sage, na, aber du sagst ja auch, du verstehst mich. Also habe ich ja auch die Chance, dich zu verstehen. Ja. Und das hatte aber was damit zu tun, dass bei ihm, auch gerade bei den Familienfotos, ja, welche Bedeutung dieser Raum, da haben wir oft drüber gesprochen, hatte, wo Grenzen lagen für die Dinglichkeit, also wie weit Dinge, die noch im Bild sichtbar waren, Informationen über die dargestellten Personen erzählt haben und wie weit nicht. Ja, darüber haben wir gesprochen. Und dann natürlich auch über die Möglichkeiten, wie man das dann in der Fotografie auch umsetzen kann. Da hast du ja doch eine unglaubliche Bandbreite an Möglichkeiten allein im Entwicklungsprozess. Du hast mir mal erzählt, dass ihr dann mit einem harten Entwickler vor und mit einem weichen Entwickler nachentwickelt habt, um wirklich diesen gesamten Umfang der Grautöne ins Bild zu kriegen. Die Materialien, die zur Verfügung standen, waren ja begrenzt in ihrer Qualität. Und wenn man dann woanders, in anderen Ländern, auch bei den Franzosen, bei Cartier-Bresson oder so, wenn man dort dann Bilder sieht, dann kriegt man ja mit, dass das eine Bedeutung hat. Und wenn man einen bestimmten technischen Standard hat, auch für das Negativ oder wie das aussehen muss, und sich nie mehr Gedanken machen muss, sondern das ist eben normal, dann kann man sich nur auf das Bild beschränken, also nur auf das konzentrieren, was man abbildet. Gab es denn noch andere Kollegen, mit denen du so intensiv im Austausch standst, oder war das eigentlich vor allem Christian Borchert? Wen ich sehr verehrt habe, war Sibylle Bergermann, weil ich die mochte, wie sie das erzählt und die Poesie, die in den Bildern und so. Das kam mir sehr nahe und so. Sonst war das eigentlich nur so, dass ich eine Affinität dazu hatte, aber dass das nicht meins war. Jetzt können wir ja wieder den Sprung zurück zum französischen Kulturzentrum noch einmal machen. Das war ja, wie gesagt, der wichtige Ort für auch die Begegnung mit Fotografie außerhalb dessen, was in der DDR passiert ist. Ja. Und da gab es dann auch eine Begegnung mit Bresson, schon in der DDR. In dem Gespräch ging es ganz schnell dann von der Fotografie weg. Eigentlich zum Leben, weil ich fragte, wie die Zusammenhänge eigentlich sind. Es gibt ja von ihm bloß dieses kleine Heft, der entscheidende Augenblick, wo er im Grunde als Ergebnis seiner Überlegungen am Schluss sagt, das Bild muss ein Herz haben und muss eine geometrische Komposition haben, was er ja immer in seinen Bildern hat. Ja. Und da hat er zu mir gesagt, ja, aber das ist das eine und das andere ist eben das Leben. Man muss sich ins Leben begeben. Du hast dann aber eine Ausstellung in Frankreich, in Paris gehabt? Die war aber nicht in Paris. Die war später bei der Agatha. Ja. Die größere Ausstellung war 1986 durch eine Begegnung von einem Franzosen, der im Kulturministerium gearbeitet, bei dem Jacques Lang damals. Da gab es dann eben Gespräche mit ihm und da sagte, mach mal eine Ausstellung. So einfach geht das nicht in der DDR. Und da sagt er, er probiert das mal. Und dann hat er mit den Leuten da gesprochen, dann haben die gesagt, jeder kann ausstellen bei uns, wenn er auswählt. Und da sagte, die haben gesagt, jeder. Und ich sagte, ich besorge dir jetzt eine Ausstellung. Und jedenfalls irgendwie 3 Tage, bevor die Ausstellungseröffnung war, haben die Bilder gekriegt. Dann haben die Franzosen noch in den 3 Tagen einen Katalog gedruckt. Und dann gab es eben die Ausstellung. Und dann konnte ich auch fahren. Und dann gab es eben die Ausstellungseröffnung. Da war dann der Kulturattaché von der DDR da. Und der hat wütendmäßig noch die Ausstellung verlassen, weil er natürlich diese Hinterhofbilder und diese depressiven Disco-Leute nicht ertragen konnte und gesagt hat, das ist nicht das Bild der DDR, was man sich als Repräsentation im Ausland vorstellt. Ich bin ja deiner Arbeit eigentlich das erste Mal bewusst in der Ausstellung Geschlossene Gesellschaft, damals zur künstlerischen Fotografie in der DDR begegnet. War auch ganz begeistert, vor allem von dieser Milchflasche, die uns ja im Endeffekt über die gesamte DDR-Zeit begleitet hat als tägliches Objekt. Und du wurdest dort in dem Abschnitt Montage, Experiment
Form aufgeführt. Die Ausstellung war ja gegliedert in verschiedene Bereiche. Fühlst du dich dann in dieser Ecke wohl und wie siehst du die Rezeption sozusagen aus der DDR bis heute? Diese Einordnung ist natürlich sehr gewagt, fand ich. Ich hatte das Gefühl, die wussten nicht vielleicht, wo sie mich hin tun sollten oder so. In so einem Gesamtkonvolut irgendwie, wo stellt man die hin und was hat eine Bedeutung, in welcher Hinsicht? Ja. Du hast ja dann deine Bücher, die in den letzten Jahren entstanden sind, alle mit Spector Books gemacht. Da gibt es wahrscheinlich ja auch dann die Verbindung zu deiner Lehrtätigkeit. Wie kam denn der Kontakt zustande oder wie hat sich die Zusammenarbeit entwickelt und warum ist es dann immer dieser eine Verlag, mit dem du deine Bücher machst? Eine ehemalige Studentin, Daniela Haufe und Detlef Fiedler, als Cian, die Gestalter auch meiner Bücher. Dann habe ich im Grunde genommen das Stillleben-Buch als erstes aufgearbeitet. Wir haben das zusammen strukturiert und so. Und dann hat die Daniela mir gesagt, du, ehemalige Studenten von uns, die haben jetzt einen Verlag gegründet, ich spreche mit denen mal. Und so kam der Kontakt dann zum Spector. Und so ist dann die Reihe entstanden. Und die Cian haben die immer gestaltet. Haben das immer kostenlos für mich gemacht. Dadurch war die Buchproduktion natürlich relativ günstig noch. Mhm. Das Berlin-Buch haben wir zuerst gemacht. Das ist entstanden dann hier bei Braus, genau. Ja. Nicht im Einvernehmen haben wir uns getrennt. Dann haben wir alternativ eben Spector und das hat eigentlich sehr gut geklappt, die Zusammenarbeit. Ja. Deswegen ist auch dieses Dresden-Buch, was dann mit Heise entstanden ist, da im Leonhardi-Museum, hat dann auch, der hat sich das angesehen, der Heise, und hat gesagt, gut, die Gestaltung übernehmen wir, das ist ganz gut, dann bleibt das in einer Reihe. So ist der Zyklus entstanden. Wie intensiv beschäftigst du dich jetzt mit deinem Archiv? Nach 50 Jahren ist ja da nun durchaus auch einiges zusammengekommen und wahrscheinlich wurde das ja schon rein die Zeitkapazitäten aus. Es gibt eben noch viele, viele Sachen, die ähnlich wie jetzt, sagen wir, dieses En Passant-Buch mit den Beinen, wo eigentlich immer über längere Zeit einzelne Aufnahmen entstanden sind und die man einfach jetzt raussuchen müsste. Bei Landschaften gibt es das zum Beispiel auch. Und wo man die alle erstmal vergrößern muss noch und nebeneinander legen muss und mal gucken, wie. Und nachsehen muss, wie, ob das irgendwie zusammengeht, ob das wieder ein Konvolut wird, was als Zyklus funktioniert. Und woran arbeitest du jetzt aktuell eben an diesem Projekt mit Verena? Oder ist es jetzt mehr das Archiv oder gibt es auch noch Bilder, die du machen willst? Es gibt ja immer diese zwei Seiten, die bei mir, das eine ist das Archiv, dass das liegen geblieben ist durch diese Lehrtätigkeit, was ich also jetzt immer versuche aufzuarbeiten. Dann gibt es die andere Sache mit Verena, die läuft immer weiter. Dann gibt es noch so zwei Berlin-Projekte, an denen ich noch so längere Zeit, aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Die Disco-Porträts sind deine ersten wirklich eigenständigen Porträts. Es gibt ja diese Porträts von deiner Frau während der Geburt. Ja. War das für dich schon eine künstlerische Arbeit, die du gesehen hast? Ich glaube, mit Verena entstand eigentlich so eine Arbeit, die sich mehr mit der Veränderung von über lange Zeit des Gesichtes und des Menschen überhaupt beschäftigt. Und dadurch entstand eigentlich die Idee, dass wir beide gesagt, oder sie hat gesagt, dann mach das doch bei der Geburt. Und dann lief das aber alles wirklich ganz anders, also für mich auch ganz anders und auch für sie, so dass ich den Vorgang gar nicht gesehen habe, mich hinter der Kamera eigentlich versteckt habe und nur das Gesicht eigentlich als Vorgang darstellen wollte. Durch Verena gab es natürlich den Kontakt zum Ballett und damit sind wir ja dann hier jetzt auch in unserer Ausstellung. Du hast wahrscheinlich dann ja auch im engeren Freundeskreis viel mit den Tänzern und den prima Ballerinen schon zu tun gehabt. War das für dich dann als eigenständige Arbeit gedacht oder war das mehr oder weniger ein Beiprodukt für die Fotos, die ja auch für die Programmhefte
entstanden sind. Du hast ja hier für Steffi Scherzer und Oliver Matz schon sozusagen dieses Programmheft oder den Katalog produziert. Es fing eigentlich damit an, dass ich für die Staatsoper auch so freiberuflich arbeitete und Ballettinszenierungen, auch Operninszenierungen fotografiert habe, wieder um ein bisschen Geld zu verdienen, um zu überleben. Ich hatte das Glück ja damals schon, dass ich durch jemanden aus dem Kulturzentrum, französischen Kulturzentrum, so eine alte Leica kriegte, also diese drei. Und die natürlich den Leuchtrahmensucher hat. Was meiner Intention sehr nahe kam, also mehr vom Bild zu sehen und mit dem Rahmen den Ausschnitt festzulegen. Das war mir immer sehr wichtig, also den Dingen neue Bedeutungen zu geben, indem die im Bildraum aufeinandertreffen. Und dann kam einfach die Idee, dass ich eigentlich nicht nur auf der Bühne und nicht nur auf der Probe, sondern mich einfach dann interessiert, was passiert denn da in der Garderobe? Und da waren die natürlich auch alle am Anfang sehr skeptisch. Naja, und dann hat sich das so ergeben, dass mich diese Situation eigentlich in der Garderobe sehr interessiert hat. Also inwieweit die Körper belastet sind, wie das ist mit dem Vorbereiten und mit dem Aufbereiten und dann wieder das Abklingen von dieser Anstrengung. Und dann fand ich das als Vorgang, wollte ich einfach nur mal darstellen, wie schwer der Beruf ist. Ja. Und das war eigentlich meine Intention. Einige von den Bildern, die heute hier hängen, hatten sie damals noch nicht so freigegeben, weil, verstehe ich auch, ja. Und jetzt haben sie natürlich einen anderen Abstand und sehen das eigentlich relativ tolerant. Du hast die Auswahl der Bilder ja zusammen mit Katja Reich getroffen. Ihr habt das mehr oder weniger in zwei Gruppen unterteilt, Steffi Scherzer und Jutta Deutschland. Das kombiniert dann eben mit den Blumenstillleben. Wie ist die Auswahl zustande gekommen? Die Zusammenstellung eigentlich von, weißt du ja selbst, von euch beiden, ob man die Bilder von den Blumen und die von den Tänzerinnen zusammen mal ausstellt. Ja. Mhm. Das, was mich eigentlich davon gleich überzeugt hat, war eigentlich bei den Blumen. Ich meine, früher hätte ich mir nicht vorstellen können, Blumen zu fotografieren. Aber als ich mich so längere Zeit mit dem Momenti Mori, also mit der Vergänglichkeit, mit den Dingen beschäftigt habe, habe ich einfach das mal untersucht, ob das möglich ist, das in einer bestimmten Weise auch als Bild tragen zu kriegen, also dass das auch inhaltlich irgendwie und von der Form her sichtbar wird, was da passiert. Ja? Die Tänzer trainieren unheimlich lange und haben ein ziemlich kurzes Leben dann als Tänzer. Ja. Und bei den Blumen ist das genauso. Die brauchen lange Zeit und sind in kürzester Zeit dann auch vergänglich sozusagen. Ja. Und insofern ist das ja eine Metapher, die eigentlich beide verbindet. Und dadurch fand ich eigentlich diese Zusammenstellung eigentlich sehr überzeugend. Du hast ja vorhin erzählt, dass die Bilder, die in der Umkleide entstanden sind, mit der Leica fotografiert wurden. Ja. Hinter dir hängt ja das Bild mit den Händen, was ja ganz offensichtlich doch eine Großbildkamera ist oder was mit einer Großbild aufgenommen wurde. Mit einer Großbild auf der Bühne zu fotografieren ist natürlich eine ganz andere Sache. Wie ist es zu der Arbeit gekommen? Ich hatte in der Zeit, es gibt noch so andere Zyklen von Händen, also jetzt nicht nur von Tänzerinnen, sondern auch von Arbeiterhänden oder so, die aber mehr so in, sag mal, im Mittelformat passiert sind. Oder wo das Mittelformat benutzt worden ist. Die haben ja irgendwie so was, so eine gewisse Plastizität, fast zum Skulpturalen hin. Und als ich das mal gesehen habe und auch fotografiert habe mit der Kleinbild, hat das ja mit den Händen immer so eine, so der Moment wird eigentlich ziemlich wichtig. Also die Hände sind eigentlich jetzt gar nicht direkt im Zusammenhang nur mit den Ballett Fotos zu sehen, sondern die stehen schon auch in einem anderen Kontext. Die stehen nochmal in einem anderen Kontext, wobei natürlich es so ist, dass die Hände vor allen Dingen bei den Frauen, bei den Tänzern, eine große Bedeutung haben, weil die Hände eigentlich auch dasjenige sind vom Körper beim Tanz, wo die Bewegung in den Raum transportiert wird. Ja. Und
Und diese Art von Skulpturalen ist mir dann nachher noch mal stärker bei den Tänzern aufgefallen. Und das war eigentlich der Grund, sowas mal zu probieren, wie weit man das treiben kann. Und Sie stehen natürlich dann im krassen Gegensatz zu den Füßen, die du ja da auch fotografiert hast. Das Gleiche habe ich natürlich auch gemacht mit der Großen, mit den Füßen. Da funktioniert das nicht, weil da bleibt es im Gegenstand stecken. Bei den Händen ist es so, dass dadurch dieses Wesen des Tanzes und der Form auch noch sichtbar wird. Und bei den Blumenstillleben ist ja dann doch auch die Großbildkamera immer zum Einsatz gekommen. Das ist zumindest also nicht, ja, Kleinbild habe ich das probiert, das geht nicht. Ich habe auch Kleinbild Stillleben gemacht. Die sind aber mehr so im Vorbeigehen, so Momente, wo Tischszenen oder irgend sowas dargestellt wird. Es ist eben doch so, in dem Moment, wo das Format größer wird und wo ein Stativ benutzt wird, ist die Intensität im räumlichen als auch im zeitlichen Sinne eine andere. Also dieses, was wir vorhin gesagt haben, dieses Anhalten von dieses Stillhalten, Anhalten von Zeit ist natürlich im großen Format schon durch die Arbeitsweise eine ganz andere. Und dadurch wird natürlich auch Zeit in dem Bild anders komprimiert, glaube ich. Das ist einfach so, ob man will oder nicht. Das merkt man ja auch so, wenn man die von Sander zum Beispiel die Porträts sieht, die mit einer großen, also 9-12 oder 13-18, je nachdem, was der gemacht hat. Da sieht man das auch. Oder Nadar, ja. Selbst wenn da Bewegungsunschärfen drin sind, da ist eine andere Art von Zeit und Raum drin. Das ist eigentlich das, was mich auch überzeugt und fasziniert. Du hast mir mal erzählt, bei den Stillleben, bei den frühen Stillleben, sobald du da ins Bild eingegriffen hast, hat es im Endeffekt dann schon nicht mehr funktioniert. Also in die Objekte eingegriffen hast, um die irgendwie zu arrangieren. Das Leben ist immer anders, als man sich das denkt. Ja? Und wenn du da eingreifst und inszenierst, glaube ich, wird es Werbung. Im guten Sinne jetzt mal, wenn es gut gemacht ist. Aber in dem Moment, wo du einen Vorgang beobachtest, das, was vielleicht Sudeck, jetzt um wieder auf Sudeck zu kommen, mit einer anderen Weise gemacht hat, die Gegenstände rumliegen lassen hat und im geeigneten Moment fotografiert hat, das ist das vielleicht, dass man den Dingen den Lauf der Veränderungen überlassen muss. Und dann einen Moment auswählt, wo man sagt, das könnte ein Bild sein. Das muss nicht immer sein. Das Bild, was mich ja am meisten irritiert jetzt in der Ausstellung, ist dieser Blumenstrauß hinter der Gardine. Das ist ja auch irgendwie ein ganz eigenartiger Effekt, wo man erst irgendwie denkt, ist das jetzt irgendwie negativ? War das eine Situation, die du sofort gesehen hast und wo die Kamera dabei war? Ist eigentlich dadurch entstanden, dass jemand das weggestellt hatte. Also hinter die Gardine gestellt hatte, damit man es nicht so sieht. Das hat ihn irgendwie gestört. Und ich habe das gesehen und dachte, das ist ja eigentlich verrückt, was da entsteht. Ja, ich würde nie auf die Idee kommen, dass die Blumen, die ich eigentlich in meinem Zimmer habe, hinter die Gardine stellen, damit die draußen jemand sieht. Ja. Und dadurch ist das entstanden. Das sind viele Dinge eigentlich, die immer entstehen, dass man zufällig wie drüber stolpert. Also man geht vorbei und sieht das und macht es dann. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, es ist immer bloß eine Frage des Sehens, glaube ich. Und das hängt natürlich, was wir vorhin gesagt haben, auch damit zusammen, dass man natürlich der eigene Zustand, in welcher Stimmung man ist, das reagiert ja alles auf das, was man wahrnimmt und sieht. Und manche Tage sieht man es nicht und manche Tage sieht man es. Ja, vielen Dank für das Gespräch und all die Einblicke, die wir in dein jetzt doch schon sehr langes Schaffen gewinnen konnten und vor allem bin ich sehr gespannt, was wir dann demnächst von dir Neues sehen werden. Dieses Suchen nach etwas, also diese Unruhe, die dann entsteht, wenn die sich erhält, dann glaube ich, kann man noch einiges machen. Also dann wünsche ich dir noch viel Unruhe. Ja, danke.